gesagt, in der Regel aus Südkorea. Und meine liebste Darstellerin heißt Kim Han-ol, wobei Kim der Nachname ist, eben andersrum, als wie bei uns üblich. Lustig ist auch, was man so erfahren kann, wenn man auf Asian Wiki kurz stöbert. Neben dem Geburtsdatum 21. Februar 1978 und dem Geburtsort Seoul kann man auch gleich lesen, dass sie Blutgruppe B hat und 1,67 Meter groß ist. Da fehlt ihr eigentlich nur noch ihre Schuhgröße. Aufmerksam auf sie wurde ich, als ich Too Beautiful to Lie mit ihr sah, eine romantische Screwball-Komödie im Stile alter Hollywood-Streifen aus den goldenen 30er oder 40er Jahren, wie etwa Leoparden küsst man nicht, Bringing Up Baby. Rasant, romantisch und die aberwitzigsten und lustigen Gesichtsgrimassen. Den Film muss man einfach lieben. Hollywood-Filme haben ja häufig das Manko, dass es ihnen an Gefühlen fehlt oder man sie dem Film nicht abnimmt. Und genau das bekommen die asiatischen Filme hin. Es fühlt sich echt an, ganz egal wie absurd oder realitätsfern die Situation auch sein mag. Da fällt mir eine Dame ein, die ja genau wie ich auch My Sassy Girl super gerne mag. Der ist einer der wohl schönsten Vertreter dieses Genres. Lustigerweise wird auch nie der Name der Protagonistin genannt. Solltet ihr neugierig auf südkoreanische Komödien geworden sein, dann schaut euch den unbedingt an. Aber da müsst ihr ein wenig Acht geben. Es gibt von dem Film zwei unterschiedliche deutsche Synchronisationen. Und die erste Fassung ist wirklich gruselig schlecht. Nur für Trash-Liebhaber zu empfehlen. Ich bin es ja ohnehin gewohnt, die Filme in der koreanischen Originalfassung mit englischen Untertiteln zu sehen, weil es häufig ja auch gar keine Alternative dazu gibt. Nur wenige der Filme schaffen es bis nach Amerika und nach Europa, vielleicht sogar noch weniger. Gott sei Dank ist Koreanisch eine wirklich charmant klingende Sprache, nicht so hart wie Japanisch anmutend. Und auch nicht so ein Sing-Sang wie Mandarin. Ich höre mir Koreanische zwischenzeitlich wirklich sehr gerne an. Das Lesen der Untertitel lenkt aber natürlich leider vom Geschehen ein wenig ab. Aber was soll man machen? Extra dafür Koreanisch lernen? Ihr seid auf den Geschmack gekommen.